Ich mach mal schnell und aus der Hüfte raus, ne? Weil heute ist ein komischer Tag, ich bin aufgestanden und irgendwie war schon scheiße. Kennt ihr das, wenn ihr aufsteht und einfach, das ist nix? Da ist gleich, der ganze Tag ist schon gelaufen. Ja, also Statusmeldung. Mich friert die ganze Zeit. Mir ist richtig, richtig kalt. Meine Hände. Die würde ich gerne jetzt irgendeiner bösen Person unter das T-Shirt stecken und mich freuen an dem schmerzverzerrten Gesicht, das sie macht. Auch sonst irgendwie, weiß nicht, ich bin so ein bisschen müde, abgeschlagen, habe irgendwie keinen Bock auf nix. Und das ist ein Kacktag. So, jetzt kommen einige und sagen, okay, das sind die ersten Entgiftungserscheinungen, aber ich sage, ey, nach 4 Tagen? Vielleicht ist es auch einfach nur ein Scheiß. Tag und es ist November und es ist kalt. War auch echt eine doofe Idee, irgendwie so eine Rohkostreise mitten im angehenden Winter anzufangen. Aber nun gut, das war die Idee. Und wir merken, ich stelle sie jetzt schon wieder in Frage. Oh je, so ist das mit den Zielen, wenn man sie nicht bis zum Ende verfolgt, gell? Aber wir haben uns ja was vorgenommen, das hatte so seinen Sinn und ich werde es wirklich bereuen, wenn ich das nicht irgendwie bis zum Ende, also zumindest irgendetwas, was sich wie ein Ende anfühlt, durchziehe. Ansonsten ist das ja total doof, gell? Findet ihr nicht? Also, was ich euch zeigen wollte, war mein Flaxbread. Leinsamenbrot. Ich habe mir heute Brot gebacken. Gebacken ist gut. Ich habe Leinsamen im Backofen getrocknet. Also ich habe, das geht eigentlich ganz einfach. Sind einfach geschrotete Leinsamen, ne? Also Leinsamen durch eine Kaffeemühle oder so gepresst. Und Wasser. Das so vermischt, bis es irgendwie eine pappige Masse ergibt. Also weiß nicht, 2 Tassen Leinsamen und 2 Tassen Wasser, so. Wobei ich irgendwie ein bisschen mehr Leinsamen genommen habe, weil irgendwie war das nicht, war das sehr, sehr flüssig. Und ja, und dann habe ich die so ein bisschen da drin gelassen, bis die so die Leinsamen das Wasser so ein bisschen aufgenommen haben. Habe, damit das nicht einfach nur nach nichts schmeckt, Knoblauch dazu gemacht, also gepressten Knoblauch habe ich damit reingemacht. Ein bisschen Chili, weil mir ist ja kalt und alle haben gesagt, irgendwie ich soll Chili essen. Also habe ich Chili mit reingetan. Und was habe ich noch? Ach ja, so ein bisschen Meersalz. Und jetzt probiere ich. Also schmeckt nicht wie vom Bäcker, aber. Du, ist auf jeden Fall eine coole Sache so mit, was weiß ich. Eine Avocado-Creme. Oder ja, Hummus oder so. Also, wer Bock hat zum Nachmachen, ist auf jeden Fall cool. Ja. Was habe ich heute noch gemacht? Ja, ganz normal, irgendwie heute Morgen war tierischer Hunger auf alles, was irgendwie ganz, ganz süß ist. Und ein halbes Hähnchen. Habe ich Flachs? Ne. Okay. Ich habe mir dann aber mit einem Mango-Shake beholfen. Und das ist ein ganz cooler Tipp meiner Mama, also dem noch von früher. Und zwar haben wir, wenn es in Portugal immer sehr, sehr heiß gewesen ist, haben wir die Mangos oder Bananen oder sowas, wenn wir die nicht alle essen konnten, hat sie die immer eingefroren. Und dann hat sie danach daraus einen Shake gemacht. Da noch mit Milch. Ich habe daraus nur einen Smoothie gemacht. Das heißt, ich habe eine Mango, die ich noch über hatte, die mir eigentlich kaputt gegangen wäre und ich musste weg. Und deswegen habe ich sie dann zerschnitten. Ne? Wichtig, schälen, kleinschneiden und dann ab in die Gefriertruhe. Und die habe ich dann in den Mixer gepackt, zusammen mit ein bisschen Wasser. Muss man machen, wie man irgendwie lustig ist, glaube ich. Und ja, und das Ganze dann püriert. Sehr lecker. Funktioniert natürlich nur sehr gut mit wirklich reifen Mangos und schmeckt der irgendwie ein bisschen fad.
Aber die war wirklich gut reif, sehr lecker. Wenn man noch ein bisschen extra süßen möchte, dann glaube ich, so ein bisschen Agavendicksaft passt auch noch rein. Ne? Für die Nicht-Rohköstler unter uns, Zucker würde auch gehen. Ja, soweit, so gut. Das ist, wie gesagt, Statusmeldung von heute. Ist irgendwie gerade ein Scheißtag. Also jetzt gerade wird es so ein bisschen besser, aber vielleicht war das hier schuld. Flux Bread. So. Fünftes Kapitel, Glauben. Genauso wie aus verbrannten Samen kein grüner Spross treiben wird, so werden auch in Menschen ohne festen Glauben keine Tugenden keimen. Uha. Uha. Jetzt werden wir aber ganz esoterisch. Was meint er damit? David Wolf sagt, Glaube ist die Grundlage des Erfolgs. Fehlender Glaube wird die Ursache von Misserfolg. Jede Überzeugung, die wir vertreten, erfordert Glauben, weil wir uns nie einer Sache sicher sein können. Ohne Glauben treten Verwirrung, Ablenkung und innere Unsicherheit zutage, die nur zum Misserfolg führen. Sollte ich das irgendwie gleichsetzen mit dem Hühnchen, das ich heute Morgen eigentlich hätte essen wollen? Woran glaube ich eigentlich? Also jetzt in Bezug auf diese Rohkostreise oder mein Rohkostexperiment. Ich glaube, darüber muss ich mir ganz schnell klar werden, weil sonst geht die nicht so weit. Also, sonst komme ich wirklich nur in Buxtehude an. Und ja, das ist wirklich so eine Frage, die ich mir jetzt echt gerade stelle. Warum mache ich das Ganze eigentlich? Was will ich eigentlich damit irgendwie bezwecken? Ich habe das immer mal so, dass ich irgendwie einmal im Jahr sage, ich habe ein Ziel, ne? Egal welches und sei es noch so bescheuert. Genauso wie ich irgendwie einmal gesagt habe, okay, ich laufe jetzt einen Marathon, wo alle gesagt haben, sag mal, spinnst du eigentlich? Was willst du mit dem Marathon? Ich war nur noch am Rennen. Das ging gar nicht mehr. Hab aber dann, und vor allen Dingen, ich meine, ich laufe schon gern. Das ist wahr. Also ich bin jemand, der gerne läuft, aber nicht wirklich lang. Also ich bin auch so mit 5 Kilometern bin ich ganz gut zufrieden. Aber witzigerweise wurden das dann im Laufe des Trainings immer mehr Kilometer. Und dann habe ich bemerkt, dass dieser Marathon echt so, also dieser Weg dahin, ne, der hat echt nochmal sowas in mir angemacht. Und die Erfahrung fand ich ganz geil. Und irgendwie seitdem nehme ich mir, also eigentlich auch schon vorher, nehme ich mir jedes Jahr so ein Ziel vor. Irgendwie irgendwas, was irgendwie Banane ist. Und das hier ist eine richtige, echte Rohkostbanane. Mann, verdammt. Und wie das so ist wenn man sich ein Ziel setzt, ne, da kommen ja irgendwann immer Zweifel auf. Ist das so gut? Also so wie bei mir jetzt, ne? Spinnst du eigentlich? Dann kommen ganz viele Leute, die sagen, und du sagst, ja, hast recht. Ne? Und das greift er hier auch auf. Und zwar sagt er da klipp und klar, der Zweifler kann und wird nie etwas erreichen. Der Reichtum der Welt ist dem Zweifler für immer verwehrt. Der Zweifler lernt nie die Wahrheit kennen. Er kann nie entschlossen handeln. Zweifel sind schädlich, da sie eine Lebensatmosphäre zerstören. Sei, was du willst, aber sei kein Zweifler. Verdammt. Wer Gesundheit erstrebt, muss daran glauben, dass nur diejenigen, die vertrauen, alles erreichen können. Ja, aber Leute, also ich finde, ganz ehrlich, das mit dem Nichtzweifeln ist gar nicht so einfach. Hey, ich meine, wir leben in Deutschland. Wir sind eine Nation der Zweifler. Oder? Sehe ich das Ganze hier falsch? Der Zweifel ist einem Deutschen angeboren. Und jemand, der in Deutschland geboren ist, verdammt nochmal auch. Das ist wahre Integration. Oder kennt ihr jemanden, der sagt irgendwie bedingungslos, ich schaffe alles, was ich will? Ich sage zum Beispiel auch immer, ich sage, ich schaffe alles, was ich will. Aber das heißt nicht, dass ich nicht jeden einzelnen meiner Scheißzweifel einzeln erschlagen muss. Und zwar brutalst. Das ist ganz schön anstrengend, weil ich eigentlich so ganz tief im Innern nicht wirklich glaube, dass ich alles so bedingungslos immer schaffe. Ui, das ist mal ein Bekenntnis. Da fange ich schon an zu stottern. Praktische Schritte.
Pflanze den Samen des Glaubens in die 6 Individuen, mit denen du am meisten zu tun hast. Unterstütze sie durch Glauben und lehre sie, sich selbst durch Glauben zu unterstützen. Der Glaube ist die Quelle alles Guten. Hä? Geht doch um mich, nicht um andere. Was soll denn der Scheiß? Das verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Zweitens, schlage dein Tagebuch auf und betrachte die obersten 5 Ziele des Jahres, die du in den praktischen Schritten am Ende des letzten Kapitels aufgestellt hast. Wenn du sie liest, tue Folgendes. Schreibe alle sofortigen Zweifel auf, die dir beim Betrachten eines jeden Ziels kommen. Während du schreibst, entschließt du dich, alle Zweifel aufzuräumen, die du mit diesen Zielen verbunden hast. Schreibe genau auf, warum du standhaft weitermachen willst, bis du deine 5 Jahresziele erreichst. Ersetze jeden Gedanken des Zweifels oder der Angst durch Glauben. Lass keinen Zweifel aufkommen, solange du das tust. Okay. Da ich mit diesem Kapitel am Ende des ersten Teils angekommen bin, muss ich, glaube ich, mich den letzten 2 Punkten, nämlich Ziele und Glauben, noch einmal intensiver widmen. Ey, echt. Das ging doch hier eigentlich ums Essen, oder nicht? Und noch eine Frage so am Schluss. Was ist eigentlich mit Tee? Ich hätte jetzt gern Tee.